Grüß Gott, da ist wieder mal der Meier Werner. Und wenn der vor seinem Rechner sitzt, dann geht es um was? Dann geht es um Darktable. Gehen wir schon mal zu Darktable hin, denn ein Zuschauer hat mich, was man machen könnte, wenn man zum Beispiel eine Überbelichtung hat, also so etwas Ähnliches wie hier. Obwohl Überbelichtung ist das nicht so wirklich, ja. Aber wir nehmen das mal als Beispiel, diese Fotografie. Ich möchte hier was zeigen. Also zuerst gehen wir aber raus zum Verlauf hin zum Bildinformation. Hier haben wir es. Das Bild wurde wieder mit der Sony 6000 fotografiert. Hier zu sehen, das Objektiv war das 18-200er 3,5 bis 6,5. Die Blende war eingestellt, also die Blende war eingestellt hier auf 5,6. Verschlusszeit war 80, Belichtung plus minus 0,0. Brennweite 70, ja, fokussiert auf 0,90 Meter, ISO waren 100. Ja, die Bildinformation, also die Bildgröße, belangt jetzt heute auf 4.024 mal 6.020. Gehen wir hier zurück und schauen mal, was man hier machen kann. Also jetzt reden wir mal darum, wie man Presets machen kann. Also Presets ist ja das, was er gemeint hatte, wahrscheinlich, ja, dass man mit einem Mausklick einfach eine Einstellung tätigen kann. Und da möchte ich jetzt mal kurz drauf eingehen. Darktable an und für sich haltet sich ja fern von voreingestellten Sachen. Die muss man hier selber sich erarbeiten. Und das kann man ja machen, das ist ja kein Problem. Deswegen gehe ich jetzt gerade mal dahin, wo ich normalerweise immer hingehe. Muss ich mal schauen auf das da hier, auf veraltet, dass wir hier wieder die Reihenfolge haben. Okay, ich gehe jetzt mal auf Lichter und Schatten und stelle mal die Kontraste ein. So einfach das Normale. Die Sättigung stelle ich auch ein. So, dann wieder schon mal eine Grundeinstellung haben. Wir können das dann später noch machen. Wir können noch die Schatten etwas bewegen, sodass der Vordergrund natürlich aufgehellt wird. Und jetzt wollen wir hier uns darum bekümmern, also um die Lichter, auch hier und hier. Ja? Und wir nehmen jetzt einfach mal das als Vorbild, so dass wir diese Einstellungen, die man dann hat, auch verwenden könnte. Okay, gehen wir mal zu der Lichter hin und reduzieren die mal ein wenig. Und jetzt seht ihr schon, da oben kommt etwas blau nach vorne. Hier brennt es aus, deswegen gehen wir hier wieder zurück, machen das etwas weicher, die Übergänge. Dazu können wir dann noch später, das gehört dann alles zu den Einstellungen hin. Und jetzt können wir noch die Belichtung etwas zurückdrehen. So, dann harmoniert es auch. Was können wir noch tun? Jetzt gehen wir dahin in die Farbeinstellungen und gehen da mal so dahin, dass wir schöne Farben drin haben. Und dann wird das auch besser hier. Was haben wir sonst noch? Also das sind jetzt alles nur Beispiele. So könnte man es machen, wenn man Presets machen möchte. Übrigens, Preset, das habe ich auch schon mal gezeigt, als ich damals Einstellungen zeigte, wie man Negative entwickelt. Die Einstellungen, die man da macht für ein Bild, dass man es dann für andere machen, nehmen kann, ist hier dasselbe. Aber ich zeige jetzt mal das, wie ich das machen würde, dass es dann auch passt für andere Bilder. Okay, dann gehen wir dahin und nehmen mal die, muss ich mal überlegen, Tiefpassfilter. Ihr kennt den, ja, und ihr wisst auch, dass ich den gerne nehme. Jetzt muss ich ja nicht mehr viel erklären, das habe ich schon bei anderen Videos gemacht. Wir gehen hier mal auf das Oval und das lassen wir mal so. Auch hier werde ich etwas Umschärfe erzeugen und werde dann hier auf dieses Zeichen gehen, um es umzukehren. Also Priorität der gezeichneten Maske umkehren.
Kern. Jetzt wird die ganze Sache natürlich etwas milder. Ich kann natürlich ein bisschen mal schauen. Übrigens, wenn ihr euch oben achtet, seht ihr auch, mit welcher Taste gedrückt wird, für die, die gerne dann mit Shortcuts arbeiten. Ich gehe jetzt nochmal dahin. Also ich drücke jetzt zum Beispiel Pfeiltaste nach oben hier auf meinem Keyboard, auf der rechten Seite, oberhalb von Alt. Ja. Und auch hier kann ich das noch ein wenig dehnen und ausrichten, so wie ich das haben möchte. Und jetzt kann ich hier natürlich noch die Helligkeit einstellen oder eben dunkler werden. Ja. Hier die Sättigung ziehe ich ein wenig an. So. Und jetzt gehe ich da raus, nehme den weg und gehe ab zu der Vignettierung. Da skaliere ich dann etwas runter und dass es mir besser geht, nehme ich jetzt noch die kleine Mappe hier und werde dann hier die Stärke einstellen. So, kann man hier wunderbar machen. Die Helligkeit kann ich ja auch zurückdrehen und somit wäre das ja auch schon passiert. Jetzt kann ich noch die Schärfe nehmen. Mal schauen, wo wir die haben. Hier wäre die zu finden. Da gehe ich dann auch so in etwa dahin und ziehe das ungefähr gleich hoch. Und jetzt hätte ich schon mein erstes Preset. Wie gesagt, das hier ist nur ein Beispiel. Ja, ihr könnt das selbst mal ausprobieren, wenn euch das gefallen hat. Wir gehen mal zum Verlauf hin. Und jetzt gehe ich hier auf dieses Zeichen. Erzeuge einen Stil aus dem aktuellen Verlaufsstempel. Okay, und das Spiel kennt ihr ja schon. Ich mache das jetzt mal größer. Und hier werden schon mal alle Sachen eingestellt, ja, so wie es sein sollte. Ich gehe da mal hin und drücke die mal so her. Und dann werde ich das natürlich auch beschriften. Jetzt mache ich hier einen Test. Eins. Oder nehmen wir zwei, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob das eine Preset draußen ist. Obwohl ich habe ja dieses Linux Mint frisch installiert, dann können wir auf 1 bleiben. Ihr könnt natürlich das anders beschriften hier. Ja, ihr könnt das anders beschriften. Und jetzt kann ich das auf Speichern gehen. So, jetzt ist das gespeichert, diese Einstellung. Ja, ich könnte jetzt auch das Bild wieder löschen. Ja, und ich könnte dieses Preset, das ich vorher benutzt hatte, bei meinem letzten Bild wieder benutzen, wenn ich auf Leuchttisch gehe. Und jetzt kann ich natürlich, jetzt muss ich mal überlegen, nehmen wir das Bild noch dazu, wir nehmen alle. Und jetzt Bildinformation sammeln, jetzt muss ich mal wieder überlegen. Bilder auswählen, Auswahl, Verlauf, Stil. Metadaten brauchen wir nicht, Export brauchen wir auch noch nicht. Stil, hier. Ihr geht auf Stil und jetzt seht ihr hier zum Beispiel den Test 1 mit unseren Einstellungen, die jetzt hier nochmals gezeigt werden. Ich kann die auch ergänzen. Wir haben alle Bilder ausgewählt und können jetzt das mal erzeugen. Nein, Abbruch. So, willst du wohl? So, ich gehe jetzt da drauf und dann anwenden. Ja, also auf Anwenden gehen. Ich kann auch hier noch meine Sachen bearbeiten, importieren, exportieren und ich gehe hier auf Anwenden. Und peng, so sind dann alle Bilder dem Preset verarbeitet. Ja? Also ich muss mich hier um nichts kümmern. Vorsicht, ich kann diese Preset nicht für alle verwenden. Ja? Das geht nicht. Ja? Also das ist dann nur ein Beispiel, wie man das machen könnte. Ja? Also das zeigt schon, aha, das funktioniert. Gehen wir wieder aus dem Prozess raus und ich gehe auf meinen Verlauf hin und lösche diesen Verlauf wieder. Und hier auch und mache dann erstmal einen Snapshot aus diesem Bild hier und dann nehme ich das Preset. Ja, Preset. Gehe jetzt mal dahin und nehme mir das Preset. Also ich gehe auf Stil, klicke das Test 1 an, wo ich meine Einstellungen getätigt hatte und dann gehe ich auf Anwenden. Und in ein paar Sekunden ist das passiert. Dann kann ich auf dem Leuchttisch auf die Dunkelkammer zurückgehen und kann mir mal den Test angucken. Und dann werdet ihr sehen, ja, das sieht schon ganz anders aus. Alles klar? Also Presets oder Voreinstellungen, die ich dann nur mit einem Mausklick dann wiederholen kann, muss ich mir hier selbst erarbeiten. Das ist natürlich so, ja. Also ich kann jetzt nicht von einem Bild ein Preset erstellen, das optimal eingestellt ist und dann auf andere übertragen. Das funktioniert so nicht, weil jedes Bild hat eine andere Überbelichtung.
die ich dann mir zuerst erarbeiten muss. Ja, das geht leider nicht. Ja. Also ich kann nicht ein fertiges Bild nehmen, also ein fertiges Roh nehmen, das schon optimal abgestimmt ist und dann auf andere übertragen. Nein, ich muss hier die Presets selbst erarbeiten. Ja. Ich hoffe, hier geholfen zu haben. Wenn noch weitere Fragen sind in der Hinsicht, ja, selber Presets erstellen, dann schreibt mir es doch unten hin in die Kommentarzeile. So, das wäre es wieder mal gewesen vom Hobbyfotografen, vom Werner Meyer. Ja. Ich wünsche euch gutes Gelingen. Geht raus zum Fotografieren und bis zum anderen Mal. Ciao.